Ein Hallo und willkommen zu einem kleinen Tutorial-Video zu Payday the Haze. Diesmal ist dabei der Patrick. Tag. Jo, hi. Den könnt ihr adden. In der Beschreibung findet ihr seinen Steam-Namen, wenn das okay ist. Ja, ist okay. Ja, könnt ihr ihn adden, nervt ihn aber nicht. Und ja, wir wollen euch jetzt einfach mal zeigen, wie man in Payday the Haze das Level No Mercy im Stealth abschließt, ohne dass da Horden von Polizisten kommen. Ich kann euch das persönlich nicht so sagen, Patrick wird euch das sagen können. Und deswegen bin ich eigentlich nur Deko, um es aufzunehmen, und Patrick erklärt euch das dann alles. Und ja. Ich würde sagen, was ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet, Patrick hat sich ein Safe-Game runtergeladen, deswegen ist er schon vom Level so hoch, weil eigentlich war ich früher besser als die, nur um das mal anzumerken. Ich habe mir die Ränge ordentlich hochgespielt. Nicht so mit einem Safe-Game, das muss ich einfach erwähnen, sorry. Ja, das auf jeden Fall, wenn ihr zu zweit spielen solltet, was sich lohnt mitzunehmen, ist auf jeden Fall, dass ihr zusätzliche Kabelbinder habt. Das sollten beide dabei haben. Eine am besten eine Arzttasche, eine in der Munitasche. Eure Sekundärwaffe ist scheißegal, das könnt ihr entscheiden. Primärwaffe könnt ihr auch selbst entscheiden. Ich nehme den Brenner einfach mit, damit kann ich schnell durchbelzen. Das hat jetzt Patrick anscheinend auch dabei. Und die B9S, um Leute Stealth auszuschalten, weil da ist ein Schalldämpfer drauf. Und yo, Teambonus ist bei mir noch gesperrt. Habe ich eigentlich dieses Geschütz schon freigeschaltet, Patrick? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Unter was findet man das? Das findet man eigentlich unter den... Ausrüstung? Müsste ein Kind Ausrüstung sein, glaube ich. Ach nee, ich schalte es als nächstes frei beim Techniker. Ach, okay. Jo, okay, ja, gut, Leute. Ja. Noch eine Anmerkung, wenn ihr das auf mit vier Personen macht und auf Overkill spielt, solltet ihr anstatt den Kabelbinder vielleicht doch lieber die dicke Haut mitnehmen, weil sonst werdet ihr sehr schnell abkratzen. Ja, Overkill ist natürlich die schwierigste Schwierigkeitsstufe. Und ja, ich würde sagen, ich bin bereit. Und du startest. Jo. Oder auch noch. 8.24 Uhr PM, Mercy Hospital, Isolation Ward. Ja. Ja, okay. Also, wichtige Anmerkung, wenn ihr das hier startet, nicht direkt den Überfall starten, weil sonst habt ihr ein Problem, wenn ihr nicht wisst, wo die Kameras sind. Erstmal richtig schön umgucken, dann könnt ihr auch erst so positionieren, dass ihr alle Kameras ausschalten könnt. Genau, dann wenn hier nämlich jetzt mal 6 Kameras, wie der gerade sagt, hier wäre eine, dann ist die dritte, da ist die vierte, da ist die fünfte. Und die sechste befindet sich hier in der Ecke. So, ja. Wenn ihr zu viert seid, ist es natürlich um einiges einfacher. Wenn ihr zu viert seid, werden natürlich auch die Kameras dementsprechend erhöht. Das kann dann manchmal sein, dass bis zu 9 Kameras hier rumstehen. Ach so, okay, gut. Wartet, mich hat gerade jemand angeschrieben. So, das lasse ich. Geil, wann lädst du es hoch? Heute vielleicht. Ja, geht hier um das Video. So, was hat der? Neid? Eine ganz kleine Frage. Sorry, dass ich dich beim Zocken störe, aber möchtest du einen Crysis 3 Beta-Code? Die Beta hat gestern 9 Uhr gestartet. Gerne. Ja, auch wenn mein PC es wahrscheinlich nicht so packen wird. Nicht so gut. Aber egal, kann ich gerne haben. So, ja Leute, auf jeden Fall Patrick und ich sind ja jetzt hier zu zweit. Und wir verteilen uns jetzt am besten mal auf die Kameras. Ich würde sagen, Patrick... Eins müsst ihr noch beachten. Durchsucht jeden Raum im in diesem verdammten Krankenhaus, da ihr nämlich hier überall Ärzte rumstehen werden. Ja, nicht und überall, die dürfen aber nicht weglaufen. Ja, wenn die zum Panikhöfen kommen, habt ihr ein Problem. Ja, weil dann, gut, jetzt muss ich den Code irgendwie, ja okay, den habe ich wahrscheinlich eh schon eingelöst, wenn ich das Video hochlade. Okay, so Leute, ja, auf jeden Fall, hört auf Patrick. Und wie gesagt, ihr müsst halt die Ärzte, die dürfen halt nicht weglaufen, weil sonst rufen die Bullen und so. Das wäre scheiße. Gut, ich würde sagen, wir verteilen uns jetzt mal, Patrick. Ja. Ich könnte, wenn du möchtest, 1, 2, 3. Ah, nee, das ist kacke. Das ist scheiße, dass da jetzt noch eine ist. Obwohl, nee, Quatsch, das könnte ich doch. Moment mal, ich könnte, glaube ich. Die eine ist in so einem versteckten Winkel, das ist blöd. Also wenn ich jetzt hier stehen würde, könnte ich 1, 2, mich schnell umdrehen, 3 und 4. Ich könnte sogar 5 ausschalten. Obwohl, genau, steh du da, Patrick? Weil ich könnte hier stehen, ich könnte dann hier 1, 2 und die über dem... Ist das eine Lampe? Ach nee, über die... Genau, mach das so, Patrick. Du nimmst die hier oben. Du nimmst die und da. Und die beiden hier an den Türen. Genau. Dann kann ich nämlich da... Also
zoome ich nach hier, schalte die beiden aus und nimm die. Ja. Dann gehe ich nach hier, am besten, weil ich dann... Ah ne, am besten gehe ich auch noch... Gehe ich nach hier, dann habe ich alle im Blick. Okay, sollen wir starten, Patrick? Nee, noch nicht. Noch eine Anmerkung. Falls ihr das zum ersten Mal spielt, werdet ihr das, glaube ich, nicht sehen. Aber hinter diesem Tresen hier ist noch ein Panikknopf. Den sieht man am Anfang nicht. Das bedeutet, ihr müsst direkt, wenn ihr den Überfall gestartet habt, jeden einzelnen Typen, der hinterm Tresen steht, also runterschreien. Mit F. Und ja, mit F. Und dann tapen, also mit Kabelbindern sozusagen fesseln. Weil sonst, die stehen blitzschnell auf und rennen zu dem Teil. Ich sag, ihr habt da keine Chance. Ja, das ist wahrscheinlich unter dem Schreibtisch, so da sind ja immer diese Panikknöpfe. Okay, Patrick, kümmerst du dich dann gleich um die? Mhm. Okay, ja, gut. Wir haben jetzt auch noch das Dumme, dass hier noch im Dings, im Liftschacht, also an den Liften einer sitzt und hier ist auch noch ein Panikknopf. Das ist richtig dumm. Mhm. Wir haben an allen drei Panikknöpfen, haben wir jetzt Leute stehen. Panikbutton, jo. Okay, gut. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man jetzt zu viert ist, sagen wir mal, dann hat man natürlich diese nicht, diese, also die, hier, die Bots machen das natürlich nicht, dass sie die runterschreien, oder? Doch, die Bots schreien die runter. Okay, dann doch. Sogar recht, richtig effektiv. Okay, gut. Die sind nicht überall. Ja, das ist das Problem. Okay, dann würde ich sagen, ich nehme eins. Nee, Quatsch, die nehme ich ja gar nicht. Ich stelle mich hier hin. Und dann würde ich sagen, starten wir auf eins, okay? Ja. 3, 2, 1. So, down gehen. Hier alle runter. Erstmal alle runterschreien. So, und dann ich binde hier die ersten an, ne? Ja, binde die ersten an. Ich übernehme die, die hier überall rumstehen. Ja, ich habe noch... Wie viel Kabelbinder? Noch einen habe ich. Du müsstest mir vielleicht hier mal einen anbinden. Ja, ja, warte sofort. Ich muss gleich den noch hier noch am Lift. Ich guck mal, ob der hier vorne den Panikbutton... Ah, nee, der ist auch unten. Gut. Ich hab den der wurde auch getaped. Ach, du hast ihn getaped. Doch, du hast das, okay. So. Yo, ich habe keine Kabelbinder mehr. Hier wäre noch einer, den du tapen müsstest. Der ist getaped. Hier, den habe ich auch. Und der wollte fast weglaufen, Junge. Ja. Oh, den müssen wir auf jeden Fall fesseln. Okay, ich guck mal kurz hier an der Treppe, ob da noch jemand ist. Nein, ich nicht. Ich mache hier schon mal das mit dem Patient-Fall, weil das dauert ein bisschen und da rufen immer wieder Leute an. Ich sag dir, das wird euch nerven. Ja, genau. Auf jeden Fall, ihr habt das jetzt eigentlich... Ich kann euch mal sagen, die undiskrete Art und Weise wäre, dass ihr diese Türe hier erstmal aufschweißen müsstet. Und das müsstet ihr hier mit diesem Teil machen. Da hinten ist nämlich eine Kreissäge dran. Oh, da kommt schon das erste Telefon. Ja, da muss man dran gehen, ne? Mhm. Weil sonst erregen die ja Verdacht, kriegen die ja, ne, denken die ja, da hier ist was falsch, wenn man da nicht dran geht. Ja, okay, gut, Leute. So, hier könnt ihr nochmal alle Räume überprüfen, ob hier irgendwas ist. Und, nun ja, am besten spielt es wirklich zu zweit, alleine wird es schwierig. Also ihr müsst zu zweit schon sein, oder? Mhm. Oh, verdammt, da ist einer, da war einer im Fahrstuhl. Hast du die noch? Hab ich nicht. Ich hab noch einen. Wenn ein Techniker kommt, kann man ihn auch noch tapen. Okay. Ja. Nächstes Telefon. Ach ja, ihr kriegt Geld, wenn ihr das Telefon abnimmt, also lohnt sich. So. Jetzt müsst ihr nach diesen Zetteln suchen. Es gibt hier so, hier liegt so Zettel rum, da sind so rote Stempel drauf. Mit diesem biologischen Gefahrzeichen. Die müsst ihr einsammeln und irgendwann findet ihr schon den. So, ich hab hier gerade, ich nehme die gerade auf, ne? Ja, tue ich auch. Sucht immer zusammen, wenn ihr zu zweit seid, weil die Bots halten die unten und wenn ihr alle getaped habt, bleiben die auch unten. Ja, ich nehme mir gerade mal die ganzen Checkfiles. So, okay, was hat der mich? Ich muss gerade. Oh, verdammt, eine Guard. Was denn? Ja, es kommen zwischendurch auch noch Wachen hoch. Die müsst ihr ausschalten. Soll ich hingehen? Nein, 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 ich mach das schon. Ach ja, die mit auch mit den schallgedämpften Waffen ausschalten, weil sonst, ja. Sonst. Die Schüsse in einem, Krankenhaus kommen. Ja, ist nicht so effektiv. Ja. Gut, diese Checkfiles, wo liegen die überall rum? Ah, hier, noch überall. Tot. Ist er tot? Ja, er ist tot. Gut, ja, aber jetzt sind wir. Sind die alle hier am Schreibtisch? Also, ich hab hier irgendwie. Ich sammle hier. Ich hab's gefunden. So. Wir haben jetzt nur das Problem, dass die Guard da unten liegt. Das bedeutet, falls sie noch eine schicken, haben wir direkt verkackt. Aber ich glaube, das machen die nicht. Ach, da liegt nur auf Overkill machen die das. Ja, okay, gut. Dann die Sentry. Das sind jetzt hier so Fake-Sentry-Guns. Damit denken die halt, oh, das sind echte Sentry-Guns. So, sie sehen halt aus wie echte. Und okay, mach du die an, ich mach mal die dann an. Damit bleiben die halt auch natürlich in Schacht. Dass die da bleiben, wo sie auch sind. Ja. So, dann aktivieren wir noch die da hinten. Ach, du gehst schon hin, Patrick, okay? Ja, ich schon. So.
Super, okay, gut. Dann müssen wir uns jetzt hier die Doktorklamotten nehmen, damit wir auch durchkommen in den nächsten Raum. Mhm. So, gehen wir hier rein, jetzt muss ich auf Patrick warten. Und ja. Ich denke mal, Patrick kennt sich auch mit den anderen Level aus. Der weiß da auch, wie man da Stealth vorgeht zum Teil. Und, nicht mit allen Leveln, aber schon mit dem. Ja, mit anderen manchen noch. Und falls ihr das sehen wollt, dass Patrick und ich das auch noch machen, die anderen Level, dann schreibt einfach unten in die Kommentare, dann würden das nämlich hier Patrick und ich auch noch zeigen. Weil, keine Ahnung, das ist natürlich immer praktisch, dann wisst ihr das einfach. So, hier kann man jetzt wieder erneut den Überfall entscheiden. Jetzt zitiert die junge Dame. Patrick, ich habe ein lustiges Erlebnis mit der, ne? Weißt du, das Fotos? Das war lustig. Ja. So, aber ihr müsst ja jetzt genau zuhören, weil... was die sagt. Ja. Der Sound ist gerade was leise. Von der, die redet immer leise. Ja, warte. He is also suffering from leukopenia. We've been giving him famperdine, but his condition is deteriorating. His resting heart rate is as high as 100 and rising steadily. Er könnte es sein. Gehen wir zum nächsten. This man came back from a trip to Haiti feeling very ill. We found traces of amphetamine in his blood. His resting heart rate is well below 30. Der ist es, glaube ich, nicht, ne? Doch, der könnte es auch sein. Wonach müssen wir denn nochmal achten? Worauf? Abnormal Heart Rate und, warte mal, ich kann dir gleich was sagen. This man came back from a trip to Haiti feeling very ill. Whatever he is suffering from, it is definitely not the green flu. His resting heart rate is 80. Okay. Wer hat die... Bitte? Hat die bei dir was anderes gesagt? Denn ja, die gesagt, der ist irgendwie in der Morgue aufgewacht, also gleich in alle. Die meinte was vom Herzschlag auf jeden Fall 80, also 80. Ja, also bei mir hat er gesagt, der geht wieder zu Bewusstsein und Dings schafft es vielleicht. Deswegen, wir müssen es hören, wenn die sagt, die schaffen es, also die werden wieder besser, dann sind die es nicht. Nur wenn die sagt, die sind wirklich krit, also ziemlich. Das ist der, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht. Warte, hören. Lately he's been complaining about a headache and has high fever. He's progressing into delirium. He has to remain isolated and we need to keep testing. Chest x-rays, stool analysis, spinal fluids. Ich glaube, der ist das, oder? Der hat ziemlich viel über den an. Gesagt. Ich mir noch den an, den in A, weil der in B, C ist es nicht. Okay, es ist die B. Hier hat gesagt, der ist recovering. Und das heißt, ja, der macht es, der schafft es. Aber wer ist es jetzt? Der B ist es, ne? Der B ist es. So. Da müssen wir gleich hin. Okay, gut. Das heißt, ja. B ist der... Ist gelb, ne? Gelb. Jo. Die Farbe. Darauf müsst ihr halt achten. Da, die Farbe. Das ist nämlich für das Kabel. Hier seht ihr, das wäre rot. Und das wäre hier blau. Und das ist jetzt halt gelb. Hier oben daran seht ihr das. So. Und dann gehen jetzt Patrick und ich. Wo gehen wir? Nee, wir müssen ja jetzt geht's darum, wir müssen die Wachen jetzt ausschalten. Nein, jetzt noch nicht. Noch nicht, okay. Weil erstmal müsst ihr hier hin. Zeig das mal deinen Abonnenten. Hier habt ihr eine Alarmbox. Ach, genau. So, wenn ihr alleine seid, könnte es schwer werden, weil die Wachen sind nämlich... Okay, eure Bots können die Wachen auch rausschalten. Und ihr müsst auf jeden Fall den Draht hier durchschneiden. Es ist wirklich wichtig, auf den Draht zu zielen, den ihr durchschneiden wollt, weil der nimmt nicht sofort den richtigen Draht. Wäre sonst zu einfach. So, ja, genau. ihr müsst jetzt hier zum Beispiel den gelben durchschneiden. Der mittlere halt. Ja, der mittlere. Gut, ich stelle mich jetzt nach hier vorne, deswegen ist es auch wieder gut, Patrick kann da bleiben, ich kann nach hier. Und jetzt könnte ich halt sagen, hier vorne stehen jetzt direkt zwei Wachen, Patrick, hier sind drei, die könnte ich eigentlich präzise ausschalten. Ja, dann... Auf 1, 3, 2, 1. Ja, und es hilft nichts, auch wenn ihr den Alarm... Ja, so. Gut. So, ja, wir haben den Typen. Jo, das ist er. Super. Jetzt gut. Müsst ihr euch noch das Blut schnappen, zu diesen Maschinen laufen und warten, bis sie piepen. Jo, genau. So, und ich würde sagen, Patrick, wir stellen uns jetzt hier hinten direkt an den Aufzug wieder. Hier, komm mal mit, wo ich bin. Hier hatten wir uns immer... Ich stelle hier eine Ammo-Tasche hin, ne? So, ja. Hier könnt ihr euch jetzt am besten eine Ammo-Tasche hinstellen. Da wir noch keine Ammo verbraucht haben, ist es ziemlich unnötig, sich welche zu nehmen. Aber hier seid ihr direkt am Aufzug, weil hier müsst ihr später hin. Das heißt, hier ist es ganz praktisch, das zu nehmen. Und nun ja, jetzt kommt natürlich die Polizei, ist ja ganz klar. Aber ihr habt es bis jetzt hier Stealth geschafft. Und nun ja, gut.
die ganzen Ärzte, die kann man auch mal mit F runterdrücken, dass die einfach unten bleiben. Man kann sie auch erschießen, aber wir sind ja nicht böse. Nee, so. Nicht wirklich. Gut, was ihr auch machen könnt, ist, es ist aber recht schwer, ihr könnt auch die Wachen als Geisel nehmen, dafür braucht ihr keine Gabelbinder, aber es ist wirklich sehr schwer. Ja. Gut, so, ich habe einen Blutteil wieder. Man muss es halt immer wieder zu anderen Überprüfungen bringen. Vorsicht, Cloaker. Was ist? Cloaker, diese grünen, diese Splinter Cell-Typen. Ich nenne die mal Splinter Cell-Fotzen. Ja. Gut, mit dem Brenner kann man natürlich praktischerweise einfach durchbelzen, ist ganz lustig. Und man sieht dann im Rauch mal das Blut spritzen und weiß, oh, und ich habe gerade die blonde Tusse getötet, ne? Aus Versehen. Oh. Ja, die lief mir da so durch Sperrfeuer. Konnte ich nichts für. Oh. Oder Hox. Jetzt hört mal ganz genau hin, wenn ihr diesen Ton hört, von irgendwoher, wisst ihr, eines dieser Wilds ist fertig. Ja, dieses komische Alarmteil da. Ja. Gut, so. Wenn eins fertig ist, könnt ihr den Lift rufen. Der wird dauern. Ja, der dauert jetzt was. Natürlich ist es jetzt auf normal, das heißt, er dauert jetzt nicht so lange. Aber wenn ihr natürlich jetzt auf Overkill spielt, dann dauert das wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit. Ich glaube, 2 oder 3 Sturmangriffe dauert das dann. Ja, und zwischen den Sturmangriffen kommen auch nochmal Leute, dann brechen die hier über die Lüftungsschächte noch ein. Ja, wie man hier jetzt zum Beispiel sieht. Mhm. Und nun ja, es ist nicht einfach. Die Schildtypen einfach auf, die springen so ein bisschen. Das ist eigentlich ganz gut. Oh, der hat aber, glaube ich, gerade auch aufgegeben. So, mit dem Brenner brauche ich noch nicht mal wirklich zu zoomen. Ich tue es jetzt trotzdem. Da kann man nämlich einfach mit durchlaufen. Und hier waren jetzt ziemlich viele. Hilfe. So, natürlich ist ja auch immer Munition. Das sind diese kleinen Munipacks, die könnt ihr aufsammeln. So, jetzt kann man einfach mal hier durchlaufen. Wenn man Zivilisten trifft, ist das nicht so schlimm. Und ich habe gerade wieder... Ich krieg nur Geld abgezogen am Ende. Ach so, oh ja, klar, stimmt. Zivile Kills. Aber es ist jetzt nicht... Ich meine, man kann im ganzen Tumult das fast eh nicht verhindern. Ja. Und, weil die auch immer wieder aufspringen und versuchen wegzuwerfen, deswegen. Also ich würde ja liegen bleiben, wenn hier ein ganzes Massaker und Geschieße ist, da würde ich doch noch nicht mittendrin aufspringen und versuchen zu laufen. Aber das okay, sind NPCs, die sind nicht schlau. Nee. Oh, und da ist der Strom ausgefallen, Leute. Das macht das Ganze noch was schwieriger, aber glaubt mir, wir hätten das Level nicht halb so schnell bis hierhin geschafft, wenn wir hätten dieses rosa Nilpferd da als Kreissäge hätten benutzen müssen. Ja. Weil dann, hier müsste man jedes einzelne Isolation-Teil. Ja, da muss man jedes erstmal. Genau, da muss man das erstmal überprüfen, dass es richtig behindert. Aktivierst du den Strom? Oh, da ist einer unten. Aktivierst du den Strom? Ja, kann ich machen sofort. Alter. Ich muss gerade nur durch diese ganzen Horden hier durchballern. Ja, ich baller einfach nur durch. Oh, Alter, ich bin gleich tot, ne? Ich muss mal kurz zur Arzttasche. Oh, und unser Typ stirbt gleich. Scheiße. Ich bin schon bei ihm. Und hol also ihn hoch. Machst du das gerade? Okay. Ich gehe kurz den Strom. Ich mach's mit dem Strom. Mach den Strom. Ich versuche hier gerade mal den Cloaker auszuschalten, der sich hier mal eingeschlichen hat. Gut, ich laufe einfach nach vorne. Alter, ich werde. Das Problem ist natürlich, da wir die dicken Kabelbinder dabei haben, haben wir keine dicke Haut, die uns schützt. Das ist der einzige Nachteil. Ah nein, ich bin auf der anderen Seite. Ich bin hinter der Wand gewesen beim Stromkasten. Okay, schlecht. So, hier ist er. So. Gut, und damit ist der Strom wieder an. Und jetzt müsst ihr wieder. Der Lift kommt nicht automatisch runter, ihr müsst schon wieder auf den Knopf drücken. Ja, so, jetzt können, da wir ja ziemlich wenig Leben haben, müssen wir uns mal wieder zur Arzttasche vorkämpfen. Und man sieht ja schon, wie schwierig das ist, wenn man nur zu zweit spielt und wirklich, das schon ein paar Waffen hat und so. Und Patrick, wo ist nochmal die Arzttasche? Ach, hier hinten. Hinten, genau. am Dings. Ja. Aufzug. Moment mal, wo bin ich denn? Ah, falscher Weg. Wo ist denn der Aufzug nochmal? Hier hinten. Wo? Hinter der Eisfläche. Hier. Ach, da. Ach, da spielt gerade ein Typ vor mich. Ja. Ach, schon wieder. Und da geht auch schon wieder Strom aus. Ja, ich nehme noch. Ja, erzähl. Ja. Was denn? Ja, es kann doch manchmal sein, dass Typen bei dem Stromteil stehen und er plötzlich doch ausgeht. Also es muss noch nicht mal Polizei in der Nähe von den Stromteilen sein. Das hilft nichts, sie zu bewachen. Jo. Genau. So. Was immer ihr tut, versucht nicht einen Cloaker zu umarmen. Ja, die Cloaker sind diese Splinter Cell-Fotze mit den grünen Augen, so nenne ich die immer. Ja. Und die anderen nenne ich mal Taser-Fotze. Das sind die, die einen mit dem Taser halt so. Ja, und man sieht ja auch sehr lecker, der hat sich in die Hose gemacht und blutet da. Ach, hat er schon? Ekelhaft. Ja, ja. Verwandelt er sich schon in einen Zombie? Ja, halbwegs. Den kann man für Left 4 Dead buchen. Das stört auch so komisch. Da werden also immer die Statisten hergeholt, weißt du? Die werden immer von. Die Leute, die hier alle No Mercy spielen, da kriegen die. Ach, was steht denn hier? Gut, die haben schon präzise einen Kopfschuss gegeben. Ach, hier steht ein Schildtypi. Auf den springen wir einfach mal drauf. Wir können auch versuchen, dass der aufgibt. Und er hat, glaube ich, aufgegeben. Nee, er schießt immer noch auf mich.
Ja, jetzt ist er tot. Gut. So, den haben wir. Ich aktiviere den Strom, Patrick, okay? Wow, Bulldozer. Ja, ich kümmere mich um den. Ich kümmere mich mal um den Strom. Ja, ich schieße ihm einfach ins Gesicht. Nein, jetzt gerade, jetzt muss ich nachladen, ne? Nein, ich liege gleich am Boden, Patrick. Ja, ich liege am Boden. Hab den Typen ausgeschaltet, aber muss mich mal reanimieren. Ach ja, und das, was ihr da draußen hört, ist kein Aufzug, der runterkommt. Das sind Jets, die im Anflug sind. Für uns, ne? Ja. Keine Sorge, ihr müsst nicht gegen die kämpfen. Ja, wäre scheiße, wenn ihr plötzlich Armee mit Sturmgewehr auftauchen würde. Ja, Sturmgewehre haben die ja schon. Verdammt. Schon wieder ein Bulldozer? Ja. Diese Typen kann man übrigens, diese Gesicht ganzen schießen. Leichten FBI-Typen, die kann man zwingen, dann fesseln die sich selber mit Handschellen und sind demnach auch Geiseln. Das hat ja Patrick eben schon mal erwähnt. Mhm. Gut, ich aktiviere einen Aufzug. Naja, oh ja. Was sie auch gleich machen werden, ist hier in dem Aufzug, seht ihr zwei Sessel, da werden die gleich Sprengladung anbringen. Wenn ihr die beim Sprengladung anbringt, das stört, also tötet, gibt das, glaube ich, einen Erfolg. Ja? Oder war das in... Ach nee, das war in Dings, ne? In Weltzentralbank. Ja genau, wenn die da C4 an der Wand anbringen und man die dabei stört, dann kriegt man Erfolg. Wenn die gerade C4 anbringen. Ah ja, Leute, und eben bei dem Draht habe ich vergessen, wenn ihr beim ersten Mal direkt den richtigen Draht durchhaltet, kriegt ihr auch einen Erfolg. Ja. Ja. Boah, ich hasse diesen Rauch. Ich will Nachtsichtgeräte. Ich meine... Ja, so... Ach, keine Ahnung, irgendwas. Moment, durch den Rauch gucken. Nachtsichtgerät. Hm. Weiß nicht. Boah, da kam ein Bulldozer durch den Lüftungsschacht. Wie passt der da oben rein? Ah, hier ist er ja. Gut. Er ist tot. Gut. Ah, Patrick war schon reanimiert. Ja. Dann kümmere ich mich um die Kollegen hier. Das Geile ist, mit dem Brennermann braucht echt nicht zu zoomen. Mhm. Also, okay, ein man Tipp kann für, schon. Ein Tipp für euch. Wenn ihr am Boden liegt und alleine seid, also keiner von euch in der Nähe ist, schießt nicht. Das regt nur die Polizisten auf und die werden dann auf euch schießen. Und da ihr hilflos am Boden liegt und nicht ausweichen könnt, seid ihr schneller tot, als ihr gucken wollt. Ja, genau so ist es. Wir können übrigens in den Aufzug rein, was wir jetzt auch machen sollten. Ja, hast du eine Validated Vial? Nein. Oh. Dann gehe ich schnell mal eine zwei Stück. Wow, scheiße. Dann, ich baller hier gerade mal durch. Oh, scheiße, Bulldozer. Oh, scheiße. Gut, man muss den Bulldozer auch immer, ist ja verständlich, ins Glas schießen. Dann ist er relativ schnell tot. So. Wollt ihr mich verarschen? Da ist noch einer, ne? Da ist noch ein Bulldozer. Du hast schon ein Blutdingens, ne? Ja, ein Blut haben wir schon. Gut, der Bulldozer, warte. Das Glas ist kaputt, Bulldozer ist down. So, ich schieße dir gerade durch. Gut, Patrick, ich muss mir kurz Leben nehmen. Boah, noch einer! Alter, wie viele kommen da jetzt? Ja, Leute, man sieht schon, vor allem ohne den Brenner wäre man ziemlich am Arsch hier, weil man, nicht die ganze Zeit so durchbelzen kann. Und ich habe gerade Brenner 21 gegen das Gesetz 2 geschafft. Und ich muss nachladen. So. Ach ja, ihr könnt auch Munition sparen, indem ihr, wenn ihr die getöteten Tür... Also, habe schon erwähnt, dass dann diese Pakete auf dem Boden liegen. Und da kann man das dann aufnehmen. So, ich habe schon wieder einen Arzt getötet. Aber dass die auch immer dann durchlaufen, wenn es zu windet. So. Gut. Ich wünsche mir einen Mod für dieses Game, schlaue CPUs. Ja, wenn hier ein Workshop reinkommen würde, das wäre geil, ne? Ja. So, jetzt in Left 4 Dead ist ja schon ein Workshop gekommen. Ich hoffe, das wird hierfür auch noch kommen. Das wäre echt super. Dann, ja. Gibt's einfach mal die, zum Beispiel die Brenner durch irgendeine andere Waffe ersetzen oder so. Okay, also ja, die Brenner durch so eine M249 oder von BF3 oder ja. Keine Ahnung. Dass die M249 wie ein Todbringer von Black Ops aussieht. Das wäre auch geil, oder? Ja. Mein famoses Nudelsieb anstatt die Compact. Ihr seht ja auch, ich habe die ganze Zeit Munition, obwohl ich, okay, die Brenner hat allgemein viel Munition, aber, ich sammle das ja auch immer auf. Und sag mal, können wir mal hier bitte so eine, Dingens jetzt endlich nehmen? Ja, ich versuche die gerade hier hinzukriegen. Ich hab schon. So, was ist? Ich mach die hier schon überall rein. Oh. Ach, hier muss man doch auch noch eine reintun, oder nicht? Ach so, nee, die andere auch noch. Ach so. Ach ja, es gibt noch was. Wenn ihr auf den Boden fallt und einen dieser Blood Samples dabei habt, gehen die kaputt. Das bedeutet, wenn ihr eine habt, schützt euch. Ja. Weil sonst müsst ihr es nochmal von vorne machen. Gut, ich untersuche gerade auch so eine Blood Sample, also so eine. Ich hab jetzt eine, wir können gehen. Ach so, okay, dann kann die andere da bleiben. So.
Aua, Bulldozer. Ich bin tot, dieser Bulldozer. Ich bin tot, ich habe nur noch 25 Sekunden. Sorry, ich war gerade bei dem Blutsample zuerst im Bulldozer. Oh, noch einer. Ja, das Ding ist jetzt kaputt. Das ist kaputt. Das Visier, das heißt, du konntest ihn ja ganz leicht töten. So. Jetzt gehen wir los. Okay, Leute. Allein oh, der Zivilist befreit. Hoxton. Wenn ihr übrigens mit dem Visier auf eure Kameraden zoomt und dann F drückt, dann kommen die. Dann könnt ihr sagen, so, Hoxton kommt zu uns. So, der Polizist stirbt noch. Und ich habe einen Zivilisten noch erledigt. Ups, nee. Sie haben den befreit. Gut. Okay. Jo, Leute. So, jetzt müssen wir den... Und jetzt geht's nach oben. Nach oben? Nicht nach gleich Probleme bekommen. Ja. So. Dann haben wir gleich das Level geschafft. Ich laufe hier gerade mal ein bisschen rum. T-Bag, T-Bag. Oh je, oh je. Bei jedem T-Bag geht das Licht aus. Yep, da hat er gerade gesagt. Ja. Jetzt kommen hier Jets. Und jetzt wird's nett. Sturmangriff. Mhm. Und jetzt bombardieren die das Hospital. Alter, nur wegen so, weißt du, so vier Gangstern machen die Krankenhaus platt. Ja, das ist ein Zombie-Virus, Junge. Das ist ein Zombie-Virus. Ja, aber ist er tot oder liegt er auf dem Boden? Nö, der hat sich nur geduckt. Und ich glaube, wir fallen gerade, ne, nach unten. Ja, wir fallen gerade runter. Ja. Hui. Schade, dass man da noch so stehen bleibt. Okay, ja. Und jetzt sollte man noch, laufen? Ja, jetzt, du musst das aufmachen. Du hast du hast den Dings. Was? Achso, da bin ich. Ach, ich hab die Brechstange. Ach, da unten ist es. Okay, gut, ja. Leute, ja, jetzt schneller. Haben wir... haben dort ja, ich bin da dabei. Ich kann das schneller machen. Gut, los, weg hier. Gut, lass mich runter. Runter hier. Jetzt Alter, die Tür auf. Ich komm nicht runter. Ach, Steuerung noch drücken. Ja, ja, hab schon. Gut, ouch. Das hat jetzt irgendwie weh. Ja, du musst die Tür aufmachen. Ach, ich muss die Tür aufmachen. Also, ich hab... Was? Was zum WTF? Alter! Warum hab ich die Brechstange? Nein, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Können wir das jetzt wirklich verkacken? Nein, wir verkacken das nicht. Nein. Oder? Los, ich geh durch. Lauf. Hier seht ihr auch die Left 4 Dead, wieder so eine Left 4 Dead Überleitung. Ja, weil hier sind überall Bodybags mit so einem Biohazard-Zeichen drauf. Isaac, super, folgendes Ruflevel erreicht. Ich habe die Sentry Gun freigeschaltet. Und so schafft man es einfach viel schneller. Getötete Zivilisten 7. Okay, minus. Eine. Ja, man hat minus 245. 1000 Dollar, aber das ist ja egal. Ja. Ja, Leute, auf jeden Fall. Wir haben 24 Minuten gebraucht. Das ist schon, ja, eigentlich relativ kurz für so ein Level. Mhm. Ich hoffe, wir konnten einigen von euch helfen. Und wenn ihr noch von ein, zwei anderen Leveln sehen wollt, wie es Stealth geht, dann schreibt es unten in die Kommentare. Bis dahin sage ich, ciao, Leute. Ich sag auch mal tschüss.